Das Topspiel der Woche. Bayern München empfängt die TSG aus Hoffenheim. In der Liga noch ungeschlagen und nur 4 Punkte hinter den Bayern. Der Underdog reist mit jeder Menge Selbstvertrauen nach München. Wenn wir einen guten Tag haben und Bayern vielleicht keinen absoluten Sahnetag erwischt, dann ist in jedem Bundesligaspiel was möglich, so auch in München. Die Bayern aber haben sich wieder gefangen. Nach 2 unnötigen Unentschieden in der Bundesliga und der Niederlage bei Atletico Madrid gab es zuletzt 5 Siege in Serie. Ja, ich glaube, es lief jetzt auch nicht ganz schlecht. Wir sind Erste in der Bundesliga, sind jetzt weitergekommen, im DFB-Pokal noch mit dabei. Also von dem her läuft es nicht so schlecht. Bayern gegen Hoffenheim. In den letzten Jahren meist ein eingeplanter Münchner Pflichtsieg. Dieses Jahr könnte es in der Allianz Arena ein Treffen auf Augenhöhe geben. Zumindest, wenn der Rekordmeister keinen Sahnetag erwischt. Der Rückkehrer der Woche. Der BVB baut am Samstag beim Hamburger SV wieder auf Topstürmer Pierre-Emerick Aubameyang. Der Gabuner muss nach seiner Suspendierung mit keinen weiteren Konsequenzen rechnen. Dortmunds Coach Thomas Tuchel hatte ihn für das Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon kurzfristig aus dem Kader gestrichen. Offenbar unternahm Aubameyang unter der Woche einen verlängerten Kurztrip mit der Familie nach Mailand. Nun soll der 27-Jährige dabei helfen, auch in der Bundesliga wieder in die Spur zu finden. Nach 4 Spielen ohne Sieg brauchen die Borussen dringend einen Dreier, um den Anschluss an die Bayern nicht zu verlieren. Das Geburtstagskind der Woche. Der Rekordtorschütze des Hamburger SV, Uwe Seeler, feiert am Samstag seinen 80. Geburtstag. Vielleicht ist das endlich mal ein Grund für den HSV, den ersten Sieg der Saison einzufahren. Der Gegner aber heißt Borussia Dortmund. Hoffnung macht allenfalls die Statistik. Von den letzten 10 Heimspielen gegen den BVB verloren die Hanseaten nur eines. Ein Erfolg seines Hamburger SV zum Geburtstag wäre Uwe Seeler aber zu gönnen. Der Kampf der Woche. Tim Wiese hat es tatsächlich getan. Der ehemalige Nationaltorwart ist in den Ring gestiegen und hat sein Wrestling-Debüt gegeben. Und The Machine hat seinen ersten Kampf mit seinen Tag-Team-Partnern natürlich gewonnen. The Machine ist ja zum Zerstören, das habe ich ja schon vorher gesagt. Das war heute mal ein kleines Warming-up, weil ich brauche Männer und keine Kinder. Wiese ist auf den Geschmack gekommen. Sein Ausflug in den Ring soll kein einmaliges Gastspiel bleiben. The Machine kommt wieder.